Also, willkommen in der neuen Folge von Life is Strange Before the Storm. In der letzten Folge ist ja doch wieder If einiges I an. want to stay sane, I need to stay busy. Ja, ist ja gut. What's there to do around here? Was gibt's zu tun? Out of order. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man, Jackpot. Oh man, yeah. Das bringt uns ja nicht weiter, das Zuschlagen. Vielleicht können wir ja wieder mal mit irgendwas improvisieren. Mom brought so many of these home when Dad died. And not a single one described how I felt. Das ist immer so, weil sich keiner an die Situation einsetzen One more kann, hour of waiting, and I would have read that. der so etwas nicht schon erlebt hat. Being in a hospital this long sucks. I just want Rachel to wake up, and then I'll feel better. I owe Frank big time. Can't believe he did that for us. I hope he's okay. Not like I can do anything about it one way or the other. And what about Damon? Is he gonna come after us? I actually feel better knowing that James Amber is on his case. Ugh, that's weird. Ja, das schon. Aber besser ist, mal mit jemandem über die ganze Sache zu reden, anstatt alles in sich hineinzufressen. Ich meine, davon wird auch nichts besser. So, da hinten geht's nicht weiter, da sind aber Notizen. Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. Achtung, Angestellte des Arcadia Bay Krankenhauses. Neuerdings kommt es zu vermehrten Komplikationen bei der Narkose aufgrund des Drogenmissbrauchs zu Entspannungszwecken. Bitte machen Sie Ihren Patienten deutlich, besonders denen im Teenage-Alter, dass Sie es zu Ihrer eigenen Sicherheit angeben müssen, wenn Sie Drogen genommen haben. Seien Sie hartnäckig, wenn Sie die Anamnese der Patienten aufnehmen. Danke. So, diese komischen Karten, ne? One more hour of waiting, and I would have read that. Noch eine Stunde und man hätte angefangen, die Dinge. Spendenbox. Guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Scheinbar. Spenden. Die Feuerwehr von Arcadia Bay braucht die Hilfe. Ihre großzügigen Spende bitte helfen, Waldbrände zu bekämpfen und die Arbeit der Feuerwehrleute sicherer zu machen. Danke. Aber wie viel da drin ist, steht auch nicht. Oh, schade, da können wir nicht rein. Sean Prescott. What's he writing to the hospital about? Is this for real? Verwaltungsleiter Hofstetter. Hofstader. Einer ihrer derzeitigen Patienten ist Andrew North, ein Schüler der Blackwell Akademie, auf dem Schulgelände verletzt wurde. Da die Sicherheit der Schüler eine der Kernverantwortungen einer jeden Schule ist, enttäuschte Blackwall in dieser Instanz Mr. North. Dieser Instanz Mr. North. Ich möchte daher persönlich und streng anonym für seine medizinische Versorgung aufkommen. Falls ich den Prozess irgendwie beschleunigen kann, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Sean Prescott. Mit der können wir nicht interagieren, okay. Ach, einfach nochmal versuchen. Natürlich schmeißen wir es einfach.
hier durch die Gegend, statt die 2 Meter bis zum Papierkorb zu laufen. Was soll's. If I want to stay sane, I need to stay busy. What's there to do around here? Anthony North. Is that Mikey and Drew's dad? I wonder how he's doing. All right then. Thank you. Hi. Mr. North? That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Drew? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Now, Drew's hurt, of course. But, I'm between jobs, so got plenty of time to visit. You know? Yeah. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. Yeah, I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? You should probably ask Drew. I don't really know any details. I do know that whatever it is, they did it because they wanted to help you. Thanks, Chloe. I know they've been trying to help me out, money-wise. We're a family, you know? We deal with things together. Oh, excuse me. Patientenraum. I hope the Norths are going to be all right. Dann betreten wir mal. Hey! You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. So, what have you been doing all day? Not much. Homework. Hanging out with my dad. Dealing with the dumb jokes about the plate in my leg. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. I figured it might fit with my new barbarian look. You know, war paint. Awesome. Nerds. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Rachel's stable. She'll probably wake up soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? No. Somehow, we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy! I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Man. Maybe
shouldn't have mentioned Damon. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Oh, das sieht für mich aus, als ob die hier schon eine kleine Runde spielen. Guck mal, wir gucken uns trotzdem erstmal alles an. Oh, I wanna eat that. Oh, ich right auch. Now. Ich auch. Oh. Those must be from Steph's parents. Damn. Drew looks really low. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Feel better. I mean, no pressure. I know it's gonna take a while. You know what? I'm kinda tired. Oh. Right. I'll leave you alone. What do you think you're doing? You don't want that pudding, right? I'll take it off your hands for you. Over my dead body. Wonder if a little friendly competition will cheer Drew up. Let's see if I can convince Drew that I need the pudding more than he does. Wieder weiterzugeben, ja. Good thing we're in a hospital. Because they'll know exactly what to do with your corpse. Oh. You don't scare me, Chloe Price. Ah! Are you sure about that? Because it looks like you're kind of scared of me. Doesn't matter. I'm gonna eat this pudding, and there's nothing you can do about it. Is that what your coach would want? You don't want to lose your edge, you know. You're getting a little soft. And by soft, I mean fat. If you loved pudding as much as I do, you might understand. Hey, it's better to have loved and lost, right? No. That's something losers say. Takes one to know one. Huh? I heard about last year's state championship. Oh, sports ball burn. She's not gonna quit, is she? Okay. I give in. We can share it. All right. But don't get used to it. Sucker. Why are you even in my room? So good. Mission accomplished. Gips unterschreiben, das machen wir natürlich auch noch. Hey, can I sign your cast? Go for it. Something encouraging. But not too encouraging. Du schuldest mir was, noch am Leben. There you go. You owe me more. Thanks a lot. Anytime. So, gucken wir mal Tagebuch. Das hat sich aktualisiert. Gut. So, ist dir je aufgefallen, dass Leute in Krankenhäusern immer flüstern? Ich glaube, es liegt daran, dass unsere eigene Stimme alles realer erscheinen lassen. Genau wie es niederzuschreiben. Es ist seltsam, wie ich es war, die vor wenigen Stunden etwas Gebrochenes wieder zum Leben erweckte. Ich glaube es kaum,
dass ich den Truck repariert habe. Ich habe damit mal eine Runde gedreht um den Schrottplatz, bevor Rachel auftauchte. Wir haben ein wenig gequatscht und dann wurde alles total abgedreht. Und mit abgedreht meine ich Damon Merrick, der Psychopath, der sich aus irgendeinem Grund total für Rachels leibliche Mutter und ihren Vater interessiert. Er und Frank sind aufgetaucht und wollten wissen, was wir vorhaben. Bevor wir herausfinden konnten, warum, zog er ein Messer und stach auf Rachel ein. Ich hätte ihn vielleicht aufhalten können, wenn ich schneller gewesen wäre. Doch ich erstarrte. Wäre nicht Frank gewesen. Eine rasende Fahrt später und ich bin hier, im Krankenhaus. Ich wünschte, ich könnte mir einreden, es ist nicht real. Chloe, die viel zu reale. PS, ich hoffe, Frank geht's gut. Ja, das hoffen wir doch auch alle. Look at that. Wells being nice for a change. Drew, ich möchte mein tiefstes Beileid für Ihre Verletzung ausdrücken. Ich strebe danach, Blackwall zu einer sicheren Umgebung zu machen, die alle Schüler willkommen heißt. Jetzt erkenne ich, dass ich in diesem Bestreben in vielerlei Hinsicht versagt habe. Ich möchte, dass Sie wissen, dass die Schüler und die Fakultät von Blackwall auf Ihre baldige Genesung hoffen. Blackwall ist sich Ihrer Abwesenheit schmerzlich bewusst. Ich habe sichergestellt, dass Ihre Trainer bereit sind, alle Bedürfnisse zu erfüllen, die zu Ihrer Gesundung erforderlich sein könnten. Aufgrund der Tatsache, dass Sie auf dem Blackwall-Gelände verletzt wurden, kann ich nicht anders, als mich verantwortlich zu fühlen. Ich suche bereits nach neuem Sicherheitspersonal. Falls es irgendetwas gibt, das ich tun kann, damit Sie sich nach Ihrer Rückkehr sicherer fühlen können, zögern Sie bitte nicht, mir dies mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen, Direktor Ray Wells. I wonder if Drew will ever play again. Coach McKenna, okay. Hey Drew, das mit deinem Bein tut mir leid. Wir werden dein Talent und deine Führungsqualitäten auf dem Feld vermissen. Während du dich erholst, werd wieder fit und lass es mich wissen, wenn du etwas brauchst. Coach McKenna. Oh, scheint ein Schotte zu sein. So, das sind noch die beiden. You're pretty scary, Chloe. In a good way. In the best way. It's nice that Mikey and Steph seem to be staying here all day. You're pretty scary, Chloe. In a good way. In the best way. So, was haben wir denn hier? I think the football team needs thicker helmets. Ich habe gehört, deine Eier sind futsch. Glückwunsch zur Vasektomie. Ja. Yep. Definitely too many concussions. Jetzt kannst du ohne Angst spielen. Du hast es drauf, Mann, Logan. Bewahr ein paar Schmerztabletten für mich auf. Zach, du hast den schlimmsten Biotest aller Zeiten verpasst, Armand. Erhol dich, Jackson. Hausaufgaben, ui. That'll be an interesting read. Biohausaufgaben. Nimmst du noch an der Prüfung am Montag teil? Mehrfach Auswahl, alle ungerannt Fragen auf Seite. Freie Antwort, Fragen. Falls du dich fit genug fühlst, ich arbeite an einem Artikel über bestimmte Freizeitaktivitäten in Blackwall. Vielleicht kannst du mir einige Fragen beantworten. Erhol dich gut, Juliet. Gut, wenn wir hier nichts weiter machen können. Ich hätte vielleicht gehofft, dass wir noch eine Runde zocken können mit denen, aber scheinbar nicht. Whiteboard. Damn. In 8 out of 10. Was haben wir hier? Andrew Nord. Zulassungsdatum. Einweisung, Schienenbein, Kopffraktur, Alter. Unser Ziel ist Schmerzbewältigung. Schmerzskala, akute Schmerzen. Behandelnder Arzt Dr. Bill Anderson. Okay, das ist hoher Schmerzpatient. Okay. Hoppala. Alright. I'm gonna head out. It was really great to see you, Chloe. Agreed. Don't be a stranger, okay? Next time, you better bring me a snack. Next time, for sure. Oh, and Chloe? Yeah? Tell Rachel we're rooting for her. You bet.
Chloe, Jabs Amber hier. Rachel ist gerade aufgewacht. Sie würde dich bestimmt gern sehen. Danke. Aber das gucken wir trotzdem in der nächsten Folge an. Bis dahin. Ciao.